Hallo Leute, es geht weiter mit Final Fantasy 3. Zuletzt haben wir dieses Vogelfieh irgendwie gehabt als Bosskampf und das lief nicht so toll. Deswegen habe ich ein wenig trainiert mit den anderen und mich schlau gemacht, wie man denn dieses Ding töten kann. Und dafür braucht man einen Dragoon. Deswegen habe ich Ingus jetzt umberufsstationiert zu einem Dragoon. Er ist jetzt kein Weißritter mehr, sondern ein Dragoon. Was ergo bedeutete, dass er keine Weißmagie mehr benutzen kann, also keine Heilzauber mehr wie Vita und so. Und das hieß wiederum für Arc, dass er nicht mehr als Schwarzmagier gerade bleiben kann, sondern ein Gelehrter wieder werden muss, damit er halt Vita und so zaubern kann. Das habe ich also geändert. Refia als Weitläuferin ist gerade stark genug, finde ich. Außerdem ist ihre Stufe gut gestiegen. Und Lunis als Dunkelritter ist halt auch einer der Nachzügler eigentlich vom Team. Den würde ich aber auch ganz gerne eigentlich so lassen und es eigentlich mal so ausprobieren. Um Ingus auszurüsten, brauchte man einen Windspeer und den habe ich auch nochmal geschenkt bekommen von Sonium Opa aus dem westlichen Bezirk. Da konnte man so bei diesen Wasserläufen, also wenn man so diese Treppenstufen runtergeht, durchs Wasser warten und dann kam man zu diesen Inseln, wo diese Opas standen und die haben einem was geschenkt und zwar einmal den Drachenpanzer und einmal den Windspeer, aber ich hatte das jetzt mir gespart, das aufzunehmen und erzähle euch das deswegen jetzt einfach so. Und den anderen Windspeer habe ich mir hart erarbeitet mit 10.000, was weiß ich, wie die Währung hier gerade nochmal heißt und habe mir den gekauft. Ja, so sind wir jetzt zumindest gut ausgerüstet, wir wollen aber nicht in diesen Bezirk. Wir wollen in den oberen. Nein, wir wollen in den. Wir sind sogar richtig hier im südöstlichen Saronia, weil hier ist zwar nicht der Vogel, aber hier ist der Turm. Und hier habe ich mega gut trainieren können. Hier haben wir nämlich auch schön aufleveln können. Aber vor allem sind hier oben ganz viele Schatztruhen. Und ich hätte die mir natürlich jetzt zigmal schon holen können, aber ich wollte euch das nicht vorenthalten und mit euch zusammen schauen, was denn da wohl drin ist. Ja, jetzt seht ihr ihn auch, den Ingus als Dragoon-Kämpfer. Eigentlich ganz cool. Auch Arc macht mit seinen Büchern immer richtig gut Schaden, kann man nicht anders sagen. Diese Viecher sind auch sehr gemein, die machen ja immer Blitzzauber, Blitzra oder Feuer oder was auch immer. Also, die sind nicht ohne, aber den anderen mag ich irgendwie noch weniger. Das war gut, Ingus. Ingus, Ingus. So. Immer schön Stufen steigen. Ich nutze halt den Turm jetzt gerade noch für ein letztes Training. Und ja, genau. Also es ist ein Trainingsturm für mich, weil wir kommen ja aus diesem ganzen Bezirk überhaupt nicht mehr raus. Und den hier will ich auf jeden Fall als erstes platt machen. Die sind so gemein. Die sehen so knuffig stachelig aus, aber die sind so fies. So, der ist schon mal weg. Arc haut mit seinen Büchern wieder zu und macht nicht wenig Schaden. Und ja, Refia hat jetzt einen Boomerang, einfach aus den Gründen, weil ich habe in jedem südwestlichen, südöstlichen Saronia, überall habe ich nachgeguckt, man kann nirgendwo Pfeile kaufen. Ich will Pfeile sparen, die letzten, die wir haben. Und deswegen habe ich Refia einfach mal den Boomerang gegeben. Gott sei Dank hatten wir den gekauft. So, hier haben wir ganz wunderbar viele Schatztruhen. Finde ich super geil. Ich bin gespannt, was da ist. Drachenpanzer. Ach, dann hätte ich mir das ersparen können. Phönix. Oh, super, eine Phönixfeder. Super, super, super. Das war so wichtig. Ein Drachenhelm. Oh, will ich direkt mal gucken. Ingus. Eishelm. Abwehr 10. Abwehr 18. Das ist ja toll. Der ist jetzt richtig gut ausgerüstet. Was haben wir noch? Blitzspeer. Ist auch nicht schlecht. Ich glaube aber, dass der sogar weniger macht. 45. Nee, ich habe deswegen zwei Windspeere genommen. Der ist jetzt bei 106 Angriff. Der macht richtig gut Schaden, der Ingus. Weil der zwei Windspeere hat. Ah, noch ein Blitzspeer. Ist eigentlich auch nicht schlecht. Und ein Drachenhelm. Noch einer. Geht denn nur einer? Also könnte Lunes zum Beispiel auch einen Drachenhelm tragen? Nö. Dazu muss man also anscheinend, ja, man muss so ein Dragoon sein. Leider. Schade, ich hätte ihm auch... Wieso hat er denn hier nichts als Armschutz? Das ist ja doof. Das ist ja doof. Statt Gift erteilt Gift 40 Schaden. Gibt es denn mal was Besseres hier noch für den jetzt hier? Kannst du ja mal das Königsschwert in die Hand nehmen, damit du auch mal ordentlich Schaden machst, wenn wir jetzt in den Kampf gehen.
Blutschwert, Angriff und absorbiert LP. Das ist natürlich auch immer richtig gut. 55? Gibt's noch eine Stärke? Ich glaube nicht. Nee, das ist super. Dann ist er jetzt auch gut ausgerüstet, bis auf den Armschutz. Dann gehen wir mal auf die linke Seite. Nächster Kampf. Das lässt sich nicht vermeiden, aber wie gesagt, wir brauchen eh die Level-Ups. Das ist gar kein Problem. Und das ist auch völlig eigentlich okay, dass wir hier auch mal etwas stärkere, schwächere Leute haben im Team jetzt. Das ist okay, wenn die halt dafür passiv mitarbeiten. Oder eher defensiv. Ja, Eisra ist natürlich auch mal gemein, aber der andere ist noch gemeiner. Immer schön drauf. Auch wenn ich glaube, dass wir den jetzt eh hinkriegen. Supi! Ja, weil den Turm wollten wir ja eh mal irgendwie bezwingen. Deswegen dachte ich, machen wir das hier nochmal am Anfang des Parts zusammen. Weil ich doch auch wissen will, was in den Kisten ist. Hier gibt es so viel Tolles. Noch ein... Ey, Drachen, das ist unglaublich. Wir könnten ja alle zu einem Dragoon eigentlich ausbilden lassen. Aber jetzt sind die Stufen halt schon so gut. Noch eine Phönixfeder, das ist gut. Das ist gut. Immer her mit den Phönixfedern. Blitzspeer. Das ist ja der Hammer. Das ist eine komplett neue Ausrüstung noch für den nächsten Dragoon eigentlich. Das gibt mir natürlich zu denken, ob ich nicht hätte Lunes nicht auch einfach kurzfristig mal bilden sollen. Naja, gut. Macht der den auch noch zu Stein? Aber Gott sei Dank vorbei. So. Ich will auch kämpfen. Ja, unser Prinz, dessen Namen ich vergessen habe, der macht auch mit. Wir haben ja immer unsere kleinen Helfer und der macht Ero-Zauber. Und Ero ist halt einfach auch gut gegen dieses Flugmonster, gegen das wir gleich kämpfen wollen. Kannst mal aufhören, mich zu lähmen. Aber echt. Unglaublich hier. Angriff. Angriff. So, und du machst hier mal, du hilfst denen jetzt mal. Wie kann man denen denn mal helfen? Also der ist irgendwie vergiftet. Der kriegt erstmal ein Antidote. Ja, sehr gut. Ja, Lunes, seine Berufsstufe steigt einfach so gut. Und wir brauchten halt mindestens so Level 30 eigentlich für alle, um stark genug zu sein. Zumindest laut Komplettlösung soll man so ungefähr auf Level 30 sein, damit man den auch hinkriegt. Gut, der ist schon mal weg. Und der nächste. Na also. Also ich werde es auf jeden Fall erstmal so mit denen versuchen, wenn ich kläglich versagen sollte, ja Leute, wenn ich kläglich versagen sollte jetzt mit meinen Kämpfern, von der Aufteilung her der Berufe auch und allem, was dazugehört, dann kann ich ja immer noch den Status ändern. Also dann mache ich halt noch einen zweiten zu einem Dragoon. Zumindest soll das ein sehr hilfreicher Kämpfer sein, der mit seiner Attacke Sprung, so habe ich schon ausprobiert, von oben dann den Vogel angreifen kann. Habe ich nicht beim Vogel ausprobiert, aber halt so. Um mal zu gucken, was es eigentlich heißt. Werdet ihr noch sehen. Eigentlich wollte ich Refia heilen, aber macht nichts. Super.
So. Dir ich auch schon mal. Alles wieder gut. Jawoll. Natürlich sind jetzt, wie gesagt, der Dragoon und so nicht auf Stufe 30 im Sinne von der Berufsstufe, sondern halt der Allgemeinen. Aber ich hoffe, das reicht aus. So. Wir haben alles, was wir da wollten. Wir können hinaus und weg hier. Um jetzt nach oben zu gehen. Hier ist nämlich direkt vorne ein Innenladen. Und da kann ich dann erstmal kurz nochmal schlafen gehen. Ja, wollen wir. Joa, alle haben wieder geschlafen wie ein Stein. Und alles ist wieder hergestellt. So soll's sein. Also, bevor ich's vergesse, wir wollen jetzt in den Bosskampf. Kaufe ich auch nochmal 5 Stück von. So einen Notausgang hätte ich gerne auch mal. Haben wir nämlich auch noch nicht gehabt. Ja, und alles andere ist, denke ich, ganz okay so. So. Jetzt speichere ich, weil wir sind ja wieder ein Stückchen weitergekommen. So, alles hier nach Plan. Und dann gehen wir da nochmal. Mal gucken, wie das diesmal läuft. Und wie gesagt, wenn es wieder nichts wird, ja, dann wird es eben noch einen zweiten Dragoon geben. So, mal ein bisschen schneller hier, das kennen wir ja schon. Ja, da kommt der Typ. Und alle wundern sich und der darf jetzt doch durch. Und ja, und lasst uns durch. Ja, angeblich gehen wir schlafen und alles ist okay, stimmt aber gar nicht. Jetzt kommt der böse Papa wieder. Oh Gott, ach ja, Prinz Alois, so hieß der. Nein, ach ja. Das romantische Techtelmechtel in der Nacht hier zwischen den beiden. Nein, Quatsch. Die reden ja nur. Ist ja gar nichts los. Oh, ich bin so traurig. Wir wollen jetzt kämpfen. Kämpfen. Da kommt der verrückte Vater. Ja, er ist wahnsinnig geworden. Wahnsinnig. Ja, ja, ja. Ich lese das jetzt nicht nochmal alles vor, weil das kennen wir ja schon. Wir machen jetzt eine, ja, Respekt. So. Er ist ja hier auch der Gigameth, ist ja auch ein ganz böser anscheinend. Der macht sich ja noch einen Spaß hier. So. Die 4 Krieger des Lichts. Yeah. So, bin ich ja mal gespannt. Machen wir mal einfach auf Angriff. Weil wir also, du kannst dich ja mal umrüsten. Du kannst jetzt mal, habe ich ganz vergessen, in die rechte Hand nimmst du jetzt mal deinen Bogen. Und hier nimmst du den heiligen Pfeil, bitte. Und dann machst du Beschuss. Und du machst Sprung. Und du machst, weiß ich nicht, Blitzra. Blitz. Das war doch super. 1136. So, der springt jetzt in die Luft. Der haut uns jetzt um mit seinem Blitzscheiß. Und schon geht's uns wieder kacke. Und ich hoffe mal, dass der Prinz Alois uns mal hilft, weil das ist mit seinem Windzauber wäre das super gerade. Aber er kommt natürlich nicht. Darf ich jetzt nochmal bitte, weil ich bin dran. Ich muss nämlich unbedingt was nehmen. Sonst sterben wir. Wir haben uns allen geholfen. Gegenseitig. Yeah, 3900. Und Ark ist tot, super. Ach man, das geht so schnell, finde ich. Echt mega schnell.
Du nimmst jetzt mal ganz schnell so eine Heilportion, Refia. Du machst wieder ein... Warum ist Lunis denn jetzt schon wieder tot? Sind ja alle tot. Ist ja scheiße. Du sollst aber eigentlich springen. Springen! Spring mal weg. Refia kriegt jetzt alles ab und stirbt ja. Oh oh. Oh oh. Scheiße. Und stirbt er? Nee. Nein, das wird nichts. Das sieht schlecht. Ja, das wird nichts. Scheiße. Die Gruppe wurde besiegt. Na, das machen wir nochmal. Der Fehler war einfach. Also eigentlich. Eigentlich fand ich es gar nicht mal so schlecht. Man muss nur echt sakrisch aufpassen, welche Reihenfolge man macht. So. Und ich würde immer Vita sofort nehmen mit dem Weißmagier in diesem Falle Arc. Aber das, dann macht er das immer direkt am Anfang. Und ja, da ist ja noch jemand nicht so geschwächt. Und er müsste das halt direkt dann machen, wenn jemand geschwächt ist. Und das kann man ja nicht so vorausschauend machen. Wisst ihr, was ich meine? Ich muss aber sagen, dass der echt viel Schaden macht, der Springer. Das bringt mich schon so ein bisschen zum Nachdenken, ob ich jetzt eher ja noch jemanden zum Dragoon machen sollte. Soll ich den einfach nochmal umändern hier? Aber macht er dann trotzdem auch so viel Schaden? Boing. So, jetzt ist er auch einer. Bringt uns das was? Ich habe keine Ahnung. Wie viel muss ich mit dem denn trainieren, damit er das... Warte, mache ich mal ein, lege ich ab. Und dann kriegt der auch einen weniger. So, dann kriegt der stattdessen einen Blitzspeer noch. So, dann haben sie halt beide so und so viel Schaden. Oder ist das doof? Keine Ahnung. So, beide 98. Du kriegst auch einen Drachenhelm. Und 35, 98. Ja, das ist das Stärkste. Beide haben keinen Armschutz. Ja, ich habe keine Ahnung. Der ist ja jetzt vom Level her total schlecht. Hier. Der ist auf Stufe 1. Die Nase. Ist doch doof, oder? Die ist auf Stufe 34 als Waldläuferin. Ingus ist als Dragon jetzt Stufe 9. Das ist eigentlich eher albern. Aber wäre eine Idee, das nochmal so zu probieren. Weiß nicht. Ich probiere das einfach mal. Ich probiere das. Bevor mache ich ganz kurz einen Cut. Kurz. So, auf ein neues. Ich habe keine Ahnung, wie es läuft. Aber wir springen einfach mal. Du beschießt den einfach mal. Du machst auch einen Sprung. Ja, und du machst halt dann sofort Vita. Aber das macht er dann immer so schnell und das bringt eigentlich gar nichts. Das bringt eigentlich nichts. Ah, scheiße. Ich habe den Bumerang ausgerüstet gehabt. Das war blöd. Ja, das meine ich halt mit. Er macht das jetzt, das Vita. Obwohl wir es jetzt eigentlich nicht brauchen. Ja, toll. Springt mal alle weg. Dann kriegen die beiden die volle Packung. Boom. So, du nimmst sofort eine High-Portion. Liebe Refia. Und du nimmst auch sofort was. Sehr gut. Sehr gut. Das hat schon mal reingedonnert, aber er donnert auch ganz schön. Oh, 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 oh. So, ich bin wieder. Ich bin. Nee, du, Ach, das ist natürlich scheiße jetzt. Nee, dann springen wir wieder weg. Dann flüchten wir aus der Situation. Du nimmst das, du springst wieder. Und du machst auf jeden Fall... Wie gut ist denn Vita? Vita ist halt eigentlich gar nicht so stark im Moment. Nein, warte. Nein, das war jetzt doof. Heilportion. Ah.
Wenn die beiden wegspringen, könnte es klappen. Wenn die wieder so einen Schaden machen. Jetzt gebt mal alles hier, Leute. Nein! Nicht Ingus! Nein! Gerade Ingus war jetzt so wichtig. So ein Sheet. So ein Sheet. Was mache ich denn jetzt? Rüste dich mal anders aus. Hier. Wie sind denn deine Pfeile? Ach, da. So. Machst du mal Beschuss. Neuer Versuch. Vielleicht kriegen wir es ja hin. Scheiße. Na komm, jetzt stirb endlich. Ach, das gibt's doch nicht. Wenn ich die jetzt wiederbelebe, dann... Wo ist denn das? Hallo? Wo ist der ganze Kram? Ich schon wieder... Hä? Wir hatten doch unsere Phönixfeder. Wo ist denn die? Oh, wo ist denn das schon wieder? Ganz unten oder was? Ach, hier. Ich glaube, das war nicht so eine tolle Idee. Lunes hätte auf jeden Fall jetzt springen müssen eigentlich. Das war schon wieder ein Fehler von mir. Vor allem wird es Ingus nicht überleben. Wenn der jetzt ein Blitzgewitter macht, dann war es das mit dem eh schon wieder. Ja. Kacke. Nee, das war falsch von mir. Nee, das war blöd. Das war falsch. Das hätte ich nicht machen sollen. Komm, wir versuchen es nochmal als letztes hier mit... Keine Ahnung. Weiß ich nicht, was ich machen kann. Nochmal einen Angriff ausprobieren. Wir greifen an mit letzten Kräften. Voll gemein. Ich bin dran und er macht ein Blitzgewitter. Warum? Warum war er jetzt dran? Er war doch gar nicht dran, der Arsch. Ich meine jetzt wirklich ganz rausgenommen, weil ich weiß, dass das, da war jetzt ein Fehler wieder bei mir drin. Ich sage, man muss genau drauf achten. Und wäre er jetzt nochmal weggesprungen hätte mit dem letzten Sprung, also Lunes jetzt, hätte er ihn vielleicht noch kriegen können. Aber so war das jetzt... Ah, es ärgert mich. Soll ich nochmal einen letzten Versuch machen? Ich meine, ich weiß nicht, euch krausen wahrscheinlich schon die Haare, weil ich hier 1000 Fehler mache oder so. Aber ich spiele das Spiel halt blind und ich mache das jetzt einfach alles spontan so, ja. Vielleicht bin ich einfach auch noch nicht stark genug. Also man sieht ja eigentlich, dass ich auf Stufe 30 mit allen fast bin, bis auf Lunes jetzt und Ark. Das würde mir jetzt auch nicht, glaube ich, so viel weiterhelfen. Also, die beiden nun so sind oder nicht. Einen Versuch mache ich noch. Bis gleich. Da sind wir schon wieder und wir springen wieder. Du musst auf jeden Fall wieder mal dich ausrüsten. So. Dann darfst du den auch direkt beschießen. Du machst wieder einen Sprung. Und ja, du hast eigentlich Pech. Kannst du nicht mal irgendwie so eine... Genau. Kannst du nicht nach hinten gehen? Weil sein Vita und was auch immer, das bringt an der Stelle einfach noch nichts. 1129, das war gut. Bam. Bam. Der ist nach hinten gegangen, der springt weg und jetzt kommt ein Blitzgewitter, ne? Oder? Oder nicht? Oder was kommt jetzt? Geh mal in Verteidigung. Und du gibst ihr direkt jetzt schon mal Vita. Jawohl. Jawohl. Jetzt kriegen die anderen das natürlich wieder voll ab, was scheiße ist. Bam. Und nochmal. Spring mal bitte weg. Gib bitte mal ihm eine Hype-Portion. Ich hoffe, ich mache keinen Fehler. Oder ich beschieße ihn. Das war eigentlich auch nicht schlecht. Aber ich heile ihn mal.
Du springst weg. Und du heilst Refia. Gut, die beiden sind schon mal wieder weg. Bam. Blitzgewitter, das erste. Oh Mann, bitte nicht Refia. Du nimmst sofort eine Heilpotion. Und du heilst sie bitte auch sofort dazu noch. Damit die immer so auf so einem gewissen Status sind. Ja, ja. Klar. Ja, ja. Er macht immer voll viel und wir haben dagegen immer... Scheiße. Dann heil dich selber. Auch gut. Es wird aber nicht ausreichen, aber vielleicht haben wir Glück. Verdammt. Der Ark, der kriegt natürlich jetzt alles ab. Ja, war klar. Es war klar. So ein Arsch, echt. So ein Arsch. Jawohl. Jawohl. Aber halt scheiß wieder für die anderen. 10.200 Gil, super. 4.400 Erfahrungspunkte und so weiter und so fort. Alles klar. Ja, das wäre so super für die anderen auch gewesen zum Leveln. Vater! Alus, mein Sohn, Gigameth hat mich mit einem Zauber belegt. Ich hatte befürchtet, dass du mir niemals für das vergeben wirst, was ich dir angetan habe. Aber du bist zurückgekehrt. Das gab mir die nötige Kraft, um mich gegen Gigameth und seine Zauber aufzulehnen. Alus, das Königreich gehört nun dir. Beende den Krieg und bringe den Frieden zurück unter die Menschen. Ich verlasse mich auf dich, mein Sohn. Vater, geh nicht! Ich liebe dich, mein Sohn. Ich möchte euch danken. Ohne euch hätte ich meinen Vater auf ewig gehasst. Nein, Hoheit, ihr habt niemals aufgehört, ihn zu lieben. Danke, Ark. Ich werde nun meines Vaters Platz einnehmen und ihm seinen Wunsch erfüllen, das, was er gegen seinen Willen tat, wieder rückgängig zu machen. Ich bin euch auf ewig dankbar. Ihr habt Saronia und meinen Vater aus den Klauen Gigameth befreit. Lang lebe König Alus, ihr werdet ein guter König sein, da bin ich mir ganz sicher. Jawohl, wir haben es geschafft mit fast 30 Minuten Partlänge, tut mir leid dafür. Und das war natürlich nicht so super gekämpft. Ich hätte es natürlich wie immer gerne gehabt, dass alle leben, aber es sollte nicht sein. Das blöde Vieh hat es mal wieder geschafft. Jetzt würde ich sagen, ja, da wollen wir auf jeden Fall auch noch hin, aber was mache ich denn jetzt? Leben alle wieder? Aber es geht allen wieder supi. Dann können wir hier an der Stelle direkt weiterspielen. Okay, wir sehen uns im nächsten Part von Final Fantasy 3. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.